Hallo und willkommen bei AI Tipps und Tricks. Beim Gigaset GL590 geht werkseitig nach einer halben Minute das Display aus. Wir wollen diesen Zeitraum mal vergrößern und gucken uns an, wie wir die Beleuchtungsdauer des Displays verlängern können. Viel Spaß dabei! Ja, wir wollen jetzt mal beim Gigaset GL590 dafür sorgen, dass unser Display etwas länger hell bleibt, denn werkseitig ist es so eingestellt, dass wenn man 30 Sekunden lang nichts tut, also keine Taste drückt, dass es dann kurz abdunkelt, bevor es dann ganz dunkel wird und sozusagen ja, deaktiviert ist bzw. aus ist. Und mir ist dieser Zeitraum etwas zu kurz. Hier sieht man das schon, es wird einmal kurz eine Ecke dunkler. Und dann schaltet es sich ganz ab. Also, das wollen wir etwas verlängern. Dazu gehen wir einmal ins Menü und gehen dann hier in den Bereich Einstellungen. Okay. Und haben hier im Bereich Telefoneinstellungen den Punkt Anzeige an zweiter Stelle. Also einmal runtergeklickt und okay. Und hier müssen wir jetzt etwas runtergehen. Dann haben wir hier nämlich Helligkeit Hintergrund bzw. hier Dauer Hintergrundbeleuchtung. Da sehen wir, das ist aktuell auf 30 Sekunden eingestellt. Wir haben hier auch noch Dauer Tastaturbeleuchtung, die steht auf 10 Sekunden. Genau, und das war's. Also wir gehen mal hier auf Dauer Hintergrundbeleuchtung, wählen das aus und sehen jetzt hier das, was grün hinterlegt ist, beziehungsweise wo auch der grüne Punkt da hinten im Kreis ist. Das ist aktiv, das sind nämlich 30 Sekunden. Das geht mir zu schnell. Wir können mal gucken, es gibt sogar noch geringere Zeiten. Es gibt 20 Sekunden und 15 Sekunden. Dann können wir wählen immer an. Das heißt, sobald ich das Handy aufklappe, ist immer das Licht an. Erst wenn ich es zuklappe, geht's aus. Oder man sagt 5 Minuten oder 1 Minute und ja, dann eben 30 Sekunden. Also 5 Minuten ist mir eigentlich zu lang. 2 Minuten wäre noch ganz wünschenswert, aber gut, ist jetzt auch egal. Wir nehmen mit 60 Sekunden Vorlieb, dann haben wir jetzt doppelte Zeit, uns nebenbei mal kurz zu unterhalten oder was anderes zu tun, bevor dann das Display wieder dunkel wird und ausgeht. Ja, das war's. So einfach kann man die Hintergrundbeleuchtung oder die Dauer der Hintergrundbeleuchtung verlängern oder auch verringern, wer möchte. Und wenn euch das Ganze geholfen und gefallen hat, gebt doch gerne einen Daumen nach oben für uns. Abonniert auch gerne kostenlos unseren Kanal und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!